Über die Luftfahrt in Indien haben wir noch gar nicht so wahnsinnig viel gesprochen und das ändern wir jetzt mal ein bisschen, denn da gibt es guten Grund für. Das Potenzial in dem Land, das ist enorm und das ist selbstverständlich mittlerweile kein Geheimnis mehr, aber ich habe euch mal ein paar Zahlen rausgesucht, die dieses Potenzial ein bisschen anschaulicher machen sollen, etwas greifbarer machen sollen. Den Anstoß dafür, den liefert uns Indigo Airlines, denn die haben jetzt vor kurzem ihren 50. A320neo übernommen und konnten damit die Flotte auf über 200 Flugzeuge vergrößern. Und da wird in den nächsten Jahren auch noch einiges gehen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und nur eine Kleinigkeit vorweg. Und zwar ist ja gestern der erste Airbus A380 der Lufthansa in neuer Lackierung in München gelandet. Und das ist also alles erstmal so eingetreten, wie wir das in dem Video vor ein paar Tagen besprochen haben. Nur da zu dem Zeitpunkt gab es ja gerade mal zwei, drei verschwommene Bilder von dem Flieger in den neuen Farben. Deswegen, wenn ihr scharf drauf seid auf den A380 in der neuen Lufthansa-Lackierung, dann gibt es jetzt nach der Landung in München natürlich dutzende Bilder, die ihr euch im Internet angucken könnt von dem Flugzeug in den neuen Farben. Da wollte ich euch nur mal schnell drauf aufmerksam machen. Jetzt geht es aber weiter mit den Indern. Wenn man sich so ein bisschen für das Thema interessiert und sich die Frage mal stellt, wo es in den nächsten Jahren in der Luftfahrt nochmal so richtig abgehen wird, dann kommt man um den indischen Markt ja gar nicht drum herum. Aber klar, die Luftfahrt ist natürlich weltweit eine immer noch wachsende Branche. Im letzten abgeschlossenen Jahr, also im Jahr 2017, legte die Luftfahrt weltweit um 7,3% zu. Im Jahr 2016 war es ein Plus von etwas mehr als 6% im Vergleich zum Vorjahr. Also die Luftfahrt wächst immer weiter. Besonders interessant ist dabei, dass im Jahre 2017 das erste Mal über 4 Milliarden Menschen in einem Jahr ins Flugzeug gestiegen sind. Etwas feiner hat sich dann natürlich das Wachstum auf die jeweiligen Kontinente aufgeteilt. Europa war im letzten Jahr, also im Jahr 2017, tatsächlich mit 8,2% Wachstum etwas überdurchschnittlich. Der in Anführungszeichen Verlierer in dieser Statistik war dabei Nordamerika. Die konnten nur knapp 3,2% mehr Leute ins Flugzeug bringen als im Jahr zuvor. Und der Gewinner war natürlich, welche Überraschung, Asien zusammen mit der Pazifikregion, die haben ein Wachstum von etwa 10,6% hinbekommen. Und diese Entwicklung sehen wir ja sogar hier an einigen Stellen ganz, ganz deutlich. Kurz nach der Air Berlin-Pleite kamen dutzende Vertreter dutzende Male von großen asiatischen Fluggesellschaften hier nach Deutschland, um dann arbeitslos gewordene Piloten für ihre Fluggesellschaften zu gewinnen. Airlines aus Fernost zahlen so gut wie noch nie. Die zahlen wahnsinnig hohe Gehälter, um dieses Wachstum für die nächsten Jahre irgendwie stemmen zu können. Die Airlines wachsen teilweise so schnell, wie Flugzeughersteller neue Flugzeuge ausliefern können, beziehungsweise sie wachsen noch schneller durch die Konsolidierung, sprich kleinere Fluggesellschaften verschwinden vom Markt und größere Fluggesellschaften übernehmen deren frei gewordene Marktanteile. Allein dadurch ist das also schon mal eine sehr spannende Zeit und irgendwo mittendrin in dieser Entwicklung hängt natürlich auch Indien. In diesem Land leben fast 1,35 Milliarden Menschen. Für einzelne Regionen des Landes erwartet man ein Luftfahrtwachstum von bis zu 20%. Das in einem Jahr. Das ist im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 7,3% Wachstum im Jahr 2017 schon mal sehr, sehr beeindruckend. Um das Potenzial da aber noch besser zu verdeutlichen, muss man sich noch eine weitere Zahl angucken. Und zwar stiegen im Jahr 2017 knapp 3% der indischen Bevölkerung in ein Flugzeug, um von einem Ort zum nächsten zu kommen. In Thailand sind es schon knapp 10% der Bevölkerung, die sich ganz bewusst das Flugzeug als Transportmittel auswählen, um damit von A nach B zu fliegen. An der Stelle steckt also im indischen Luftfahrtmarkt noch ein enormes Potenzial. Und wenn man das jetzt so sagt, dann klingt das schon nach super rosigen Zeiten für die indischen Fluggesellschaften. Aber so ist es nicht. Die indische Luftfahrt wächst zwar extrem schnell, aber sie wächst nur für einige Fluggesellschaften erfolgreich, beziehungsweise können nur einige Fluggesellschaften, vereinzelte Fluggesellschaften, dieses Wachstum erfolgreich für sich nutzen. Die Konsolidierung, wie sie in Europa stattfindet oder schon stattgefunden hat, die wird hier in Indien vor allem durch den Staat gebremst. Große Fluggesellschaften wie Jet Airways oder Air India haben seit Jahren massive finanzielle Probleme, aber man hält die Fluggesellschaft künstlich am Leben, um ihr die Möglichkeit für eine Restrukturierung und für eine Neuordnung zu geben. Der Grund für diese Entwicklung ist, dass das Wachstum in Indien in Form eines knallharten Konkurrenzkampfes stattfindet. Wachstumstreiber ist dabei die indische Billigfluggesellschaft Indigo, die mittlerweile knapp 40% der Marktanteile in Indien hat. Aber auch diese Fluggesellschaft konnte in den letzten Monaten nicht wirklich gute Zahlen präsentieren, aber dazu gleich noch einmal mehr.
Seit 2007 konnte die Fluggesellschaft des Landes Air India keinen Gewinn mehr präsentieren. Seitdem machen die Verlust. Es sieht so aus, als könnte Air India schon bald ihre Position, aber gleichzeitig auch ihre Berechtigung am Markt verlieren. Diese Fluggesellschaft neu zu ordnen und zu restrukturieren, ohne dass eine billiger operierende Fluggesellschaft den ganzen Laden vollkommen überrollt, das scheint nahezu unmöglich. Dabei ist gar nicht unbedingt die scheinbar ineffizient arbeitende Fluggesellschaft als solches das Problem, sondern vielmehr die Auflagen und die damit einhergehenden Probleme, die der Staat einem möglichen Käufer der Air India aufhalsen möchte. Man möchte also nicht selbst die Probleme lösen, bevor man den Laden verhökert. Diese Probleme bestehen zum aktuellen Zeitpunkt vor allem aus knapp 8 Milliarden Dollar Schulden, sondern man möchte die Fluggesellschaft zusammen mit den dazugehörigen Schulden direkt mal wegschaffen, obwohl die Air India als solches vielleicht ganz attraktiv wäre, da sie sehr interessante Landerechte in New York oder London und so weiter besitzt. Was mit dieser Fluggesellschaft in naher Zukunft noch passieren wird, das dürfte ziemlich interessant werden, aber ich denke nicht, dass man sich da allzu große Hoffnung machen sollte. Eine neue Billigfluggesellschaft scheint da deutlich besser aufgestellt zu sein und diese Situation deutlich besser handeln zu können, zum Beispiel eben die 2005 gegründete Indigo Airlines. Diese Fluggesellschaft feierte es kurz vor Weihnachten 2015, dass sie dann 100 Flugzeuge in der Flotte hatten. Jetzt haben wir es wieder kurz vor Weihnachten, 3 Jahre später, und Indigo Airlines hat es tatsächlich geschafft, die Flotte zu verdoppeln. Jetzt haben sie 200 Flugzeuge in der Flotte. Die Flugzeuge der Airline haben dabei ein Durchschnittsalter von nicht einmal 6 Jahren. Über 50 A320neo betreibt man zum aktuellen Zeitpunkt und 12 neue ATR-72 hat Indigo mittlerweile auch in der Flotte. Alles andere kommt in Form des klassischen A320, aber der ist wie gesagt bei Indigo auch noch nicht so alt. In den letzten Jahren bestellte die Fluggesellschaft bei Airbus immer wieder im ganz großen Stil Flugzeuge. Irgendwann sollen es dann tatsächlich 430 Flieger vom Typ A320neo sein und dazu hat man auch noch den A321 in der Long-Range-Variante bestellt, um dann Air India auch von der Langstrecke zu verdrängen, beziehungsweise um sich vielleicht einfach mal auf der Langstrecke blicken zu lassen, das Ganze auszutesten und dann Stück für Stück immer mal wieder 1% der Marktanteile auf der Langstrecke abzugreifen. Aber warum machen sich die Inder denn da an dieser Stelle so einen Stress? Die namhaften, traditionsreichen Fluggesellschaften lassen sie untergehen und irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren werden sie dann eines der Länder mit den größten Low-Cost-Airlines sein. Ganz einfach, weil es dort nicht anders funktioniert. Das, was Air India zum aktuellen Zeitpunkt noch am Leben hält, ist die Langstrecke. Die indische Luftfahrt kann allerdings nicht wirklich auf der Langstrecke wachsen. Das enorme Potenzial, das steckt im Land. Und dort soll jeder Inder, also Millionen Inder jeden Tag, sollen dort die Möglichkeit bekommen, von jedem Fleck des Landes zu jedem anderen Fleck des Landes mit dem Flugzeug fliegen zu können. Diesen Markt nur mit Premium-Airlines oder mit einem Premium-Produkt aufzubauen, das kann selbstverständlich nicht funktionieren, denn das Potenzial, das kann man auch wirklich nur für sich gewinnen und nur für sich nutzen als Fluggesellschaft, wenn man hier geringe Preise anbieten kann. Denn sonst nehmen die Inder einfach eine andere Möglichkeit. Das heißt, sie steigen nicht in ein Flugzeug, sondern sie nehmen die Bahn oder nutzen andere Verkehrsmittel, so wie sie es auch schon die Jahre davor getan haben und so wie es immer irgendwie funktioniert hat. Das wiederum heißt, die Inder brauchen vom Ding her keine Flugzeuge. Zumindest nicht alle Inder. Aber wir sprechen hier eben von einem enorm großen Potenzial. Und es ist in der indischen Luftfahrt nun mal so, dass so gut wie jede Route nur dann das Potenzial auch wirklich bieten kann, wenn man dort sehr, sehr günstige Tickets an die einzelne Person, an den einzelnen Passagier am Ende des Tages verkaufen kann. Sonst nutzt er das Flugzeug nicht. Ist das Ticket auch nur ein wenig zu teuer, entstehen schlagartig Überkapazitäten. Die Flugzeuge werden nicht mehr mit Leuten gefüllt und dann bricht das Wachstum mit dem Potenzial gleichzeitig zusammen. Und das ist für traditionsreiche Fluggesellschaften wie Air India genauso tödlich wie für neue Billigfluggesellschaften. Dadurch entsteht ein knallharter Preiskampf, der die Fluggesellschaften zum Umdenken zwingt, sie aber auch gleichzeitig an ihr Existenzminimum bringt. Das heißt, die Fluggesellschaften müssen so billig und effizient operieren, damit sie dieses Potenzial überhaupt für sich nutzen können, damit das Potenzial überhaupt für sie da ist. Dadurch können sie alle sehr schlecht und vor allem unflexibel auf verschiedenste Schwankungen am Markt reagieren. Zum Beispiel stiegen die Spritpreise von Anfang des Jahres bis jetzt Oktober eigentlich die ganze Zeit ein bisschen an. Für viele Fluggesellschaften bedeutete das in Indien große Probleme. Die Spritpreise sind im Oktober zwar wieder ein bisschen gesunken, aber die Tendenz ging die ganze Zeit in Richtung Sprit wird teurer. Und das bedeutete auch für eine hochgelobte Billigfluggesellschaft wie Indigo Airlines einen Verlust im letzten Quartal. Das erste Mal seit Börsengang
ein Verlust von etwas mehr als 9 Millionen Euro. Das ist durchaus verkraftbar, aber es zeigt, wie schmal der Grat ist zwischen funktioniert und funktioniert nicht mehr. Andere Airlines in anderen Ländern können diese Probleme, diese Schwankungen am Markt bzw. diese Schwankungen im Spritpreis in einem gewissen Maße bis zu einem gewissen Punkt in Form von Ticketpreiserhöhung auf den Passagier abwälzen. So zahlt die einzelne Person dann vielleicht 2-3 Euro mehr für ihr Ticket. Und in Indien würde genau das eben nicht funktionieren. Es entstehen dort die eben angesprochenen Überkapazitäten und die Fluggesellschaften können das Potenzial sofort nicht mehr für sich nutzen. Das sind selbstverständlich alles hausgemachte Probleme, Probleme, die durch das indische System entstehen, aber das ist dann wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Was ich damit sagen möchte, ist nur, dass das Potenzial zwar enorm ist, die Fluggesellschaften aber auch extrem vorsichtig sein müssen, um dieses Potenzial überhaupt für sich nutzen zu können. Es wäre aber selbstverständlich wünschenswert, dass die Inder selbst mit ihrem eigenen Luftverkehr fertig werden, also dass dort Fluggesellschaften aufgebaut werden können, die dort unter diesen Bedingungen auch wirklich Geld verdienen können und mehr oder weniger effizient fliegen können. Sonst kommen externe Airlines aus dem Ausland, die dort so als eine Art lukratives Nebengeschäft einen Ableger platzieren, der noch effizienter arbeiten kann, weil er eine große Airline im Rücken hat und dann wird den eigenen indischen Airlines der eigene Markt verwehrt. Also da in Indien finden wir einen sehr spannenden Luftfahrtmarkt, der aber durchaus mit Vorsicht zu genießen ist. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Zahlen und Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Lasst gerne mal eure Eindrücke von dem Ganzen in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Einen schönen Tag euch noch und tschüss.